Yo, Peter hier, von meinem Biber. Ich bin Peter. Ja, in dieser Folge wieder ein ganzes Sommervideo. Zum Beispiel wieder euch über meine Themen sprechen, was mich seit Tagen beschäftigt, Leute. Ja? Das heißt, heute ging dieses Video darum, dass ich heute mal euch erzähle, wie in meinem Urlaub in Mumbai so war, Leute. So. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal direkt los. Also, ich habe mal vor einem Monat oder vor vier Monaten habe ich ein Video gekriegt, wo ich euch mal gesagt habe, warum kamen keine Videos mehr oder warum keine Videos mehr kamen. Ja? Falls ihr diese Videos mehr angeschaut habt, könnt ihr mal gerne mal anschauen. Ja? Ich empfehle euch mal erstmal dieses Video anzugucken und genau das andere Video anzugucken. Ja. Und da habt ihr mitbekommen, da ist seit Wochen kein Video mehr rausgebracht habe. Ja. Das heißt, ich habe seit vier Wochen kein Video rausgebracht. Das lag daran, Leute, da ich auch Schöpfreise war, Leute. Das heißt, ich war gar mit Rebellentochter beruflich verärgert, Gott, Leute. Ich wollte eigentlich für euch Video reden. Aber das Problem war halt, Leute, in diesem Hotel, wo ich gebucht habe, Leute, ja, könnte ich mich filmen, Leute. Das heißt, die Zimmer könnte mich gefilmt werden, Leute, ja. So. Weil ich wollte auch eigentlich mich filmen, Leute, weil das Zimmer war urheim hektisch, Leute. Ich kann euch jetzt schon sagen, das Zimmer sah so aus, ja, als wäre ich irgendwo anders gewesen, als wäre ich irgendwo im Krankenhaus oder als wäre ich irgendwo in einem fremden Wohnungsteil. Genauso sah das Zimmer aus, Leute. Ja. Also ich hab Pech gehabt, Leute, weil ich hätte eigentlich arbeiten müssen, Leute, ja. Eigentlich für euch Video reden, Leute. Aber das Problem halt, Leute, ich gab mal immer eine Stunde Hände gehabt, Leute. Das heißt, vom 19 Uhr bis 20 Uhr gibt es mal am Hände gehabt in diesem Hotel. Ja, und ab 20 Uhr ist Handy verboten, ja. Das liegt daran, wegen der WLAN von Gamen, damit die ihr Telefon einfach andere Kunden anrufen können, ja. Und wenn du dann Handy benutzen tust, zum Beispiel meinen Videokurs zum Beispiel, oder wenn du Videos reden tust, oder eben halt TikTok-Kurs, dann spielt Handy, ja. Dann können die auch ihre Arbeit mit konzentrieren. Ja. Ich genau das gleiche, wenn wir im Urlaub fließt, ja. Und du sitzt hier im Flugzeug einfach so ganz am Schwamm, ja. Und du kippst dann so am Handy, ah, hallo Mama, so alles, ja. Und schreibst App, dann kann der Pilot einfach mit auf seinen Flug konzentrieren. Genau das gleiche, Leute. Und so war halt im Hotel, ja. Aus dieser Grund mussten die mein Handy einkassieren, ja. Das liegt daran, damit ich dieser mein Handy zurückbekomme, Leute. Das heißt, damit mein Handy mir geglaubt wird, Leute. Ja. Weil es gibt so viele Begrüßungen, so viele Leute, die wollen einfach zusammen haben, Leute. Aber gerade einmal schicke ich darüber reden, Leute. So, jetzt erzähle ich euch mal, wie ich meinen Urlaub so beschafft habe. Also, ich war vier Wochen dort, Leute. Ich blende mal hier mal ein. Und ich war da wegen Bildermarken dort, Leute. Das heißt, ich war wegen Fotomappen dort, Leute, ja. Weil mein Rückgang war einfach im Mumbai Bilder machen, Leute. So, und dann habe ich mich entschlossen,
Man muss sagen, ich habe entschlossen, ach komm, anders woanders hinfahren, gehen wir Mutter, Leute. So. So, es war umgekehrt, Leute. So. Dann habe ich da ein Hotel gebucht, das heißt, ich habe dann für, nur ich kurz rechnen, ich glaube, genau, ich habe 85 Euro an Karte bezahlt. Ja. 85 Euro war für Geber im Aufteil, war geheilt. 85 Euro war für den Aufteil, Leute. Und 30 Euro war für Essen, Leute. Ja, für Essen und Trinken, Leute. Dann waren im Gesamt so circa 200 Euro, muss ich zahlen. Aber der eine war ein bisschen merkwürdig, ich finde, Leute, da ich im Zimmer mit Filmen dupte, Leute. Gefangen ich persönlich ein bisschen merkwürdig, Leute. Ja? So. Direkt gab ich euch da ja mich sagen, Leute. Der eine, was ich muss sagen will, ist, da ich euch erzähle, wie mein Bruder super. Ich hab da Bilder gemacht, Leute, ich hab da Hand und Gehänk halt. Ich hatte vorhin auch mein Hand mitgenommen, weil ich da überhaupt umhängen will, Leute. Wundert euch gerade, warum ich gerade kein Umhängen hab. Das liegt darum, dass ich gerade keine Lust habe, Leute. Ja. So, deswegen hab vorhin mein Hand mitgenommen, weil ich einfach mein Hand brauche, Leute. Weil ich umlegen will, Leute, ja. So, dann habe ich mal meine Rotanke besucht, Leute. Bei meinem Rotanke, wo in der Mappa-Ort, Leute. Aber der Ort gab euch auf ganzen Gründen mit Sachen, Leute. Bei so einem Ärger, Leute, sagen wir mal so. So. Dann war ich im Nordbach, Leute. Im Nordbach habe ich auch Bilder gemacht, weil ich auch mal Instagram zeige, mich zu Besuch habe. Könnt ihr mal gerne mal vorbeischauen. Ich weiß in der Bildbeschreibung. Könnt ihr mal gerne mal vorbeischauen. Da kommen keine neue Bilder, Leute. Das heißt so Bilder, wo ich so war, Leute. So. Machen wir mal weiter. Da habe ich auch Pizza gegessen, ja, ich war auch im Wingenberg, war ich, ja, Wingenberg ist auch gemappt lang, also gemappt bei Ohr, vom Megagera, ja, vom Moppa, so mehmisch. So, da war ich Pizza essen, und ich habe ein Anliegen, Leute. Da, wo ich Pizza essen war, Leute, als ich die Kellerin, die bei mir Pizza gebracht hat, Leute, die war mega unfreundlich, Leute. Ja, also die war so gedanken, hab gesagt, hier beim Pizza und Tick, da ist die wieder gegangen. Ja, hat mein Kollege von mir, ein guter Freund von mir, ja, der wollte eigentlich bezahlen, weil wir haben gehen müssen, wir haben beendet. Dann in die Kellerin gekommen, also die Rohrleiterin, ja. Dann hat mein Freund von mir gesagt, hallo, wir müssen bezahlen, ja. Und dann hat die Kellerin gesagt, nein, sie kommen mit. So, so hat sie geschrieben, Leute, ja. Und dann hat der Freund von mir gesagt, kann ich auch hier bezahlen? Und dann hat die Kellerin, also die Rohrleiterin, sagt so, entweder ich rufe jetzt die Polizei oder sie kommen mit und bezahlen Tage. Also, da fange ich mega, mega unfreundlich. Muss ich ehrlich sagen, also ich kann eben mit Mutma hin, Leute. Ja? Also Leute, wenn ich mal meinen Führerschein habe, Leute, ja, fahre ich mit mal gemeinsam hin und zeige euch mal die Rohr, Leute. Ja, aber ich kann euch mit sprechen wegen dem Führerschein, Leute. Ja, weil nicht, ja,
Welchen Gang mal wie ummachen? Und euch genau aufklären, Leute. So, gehen wir mal zurück, okay, Leute. Also, die Verkäuferin hat gesagt, sie kommt mit mich oder ich rufe die Polizei. Also, ich finde, merkwürdig ist, dass die so unfreundlich war, Leute. Die Antwort, ich glaube, bei Leute ist, weil sie gerecht war, Leute. Ich habe einfach so wie Arbeit gehabt, Leute. Ja? Ja, aber so auf Küste hauen und sagt, komm, sie kommen mit mir oder ich rufe die Polizei. Ich diskutiere mit mir rum. Genau so hat sie gesagt, Leute. So, ihr könnt gerne mal in Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist, wenn ihr mal weitere Fragen habt, Vorschläge habt. Ja, könnt ihr mal gerne mal in Kommentare schreiben. So, dann sind wir begangen. Sind mein Auto angestiegen, also davor. Also vorher war es so, wir sind davor erlaubt, wir waren so brummen. Und jetzt konnten wir schön mit Bilder machen, Leute. Das ist mein Ingerampen-Traum, Leute. So, und dann haben wir gerade Bilder gemacht, weil wir fertig mit vorgeschlossen sind. Da sind wir in ein Auto eingestiegen und dann sind wir weitergefahren. So, und dann war es so, ich war einfach schockiert von der Schreierei. Ja? Ich war dann so schockiert, dass ich erstmal die Hände klappen musste. Ja? Ich habe einfach so gemacht und war, so ging mir wieder besser, Leute. Ja? Ich habe dann vorher meine Mutter gefragt, ja, ob alle U ist, Leute. So, dann sind wir weiter mal Mopac gefahren, also die Mutter dann wieder zurück im Hotel, weil ab bei beim Uhr in der Nachtruhe, Leute. Weil laut Hausordnung gab es bis bei beim Uhr gab es aufbleiben. Das heißt, Besuchszeit ist eher ab 16 Uhr. Um ab 2 Uhr ist Nachruhe, Leute. Das heißt, es gab keine Musik mehr machen, gab gar nichts mehr machen, Leute. Ja? So. Dann war ich auch im Zimmer gesessen. Ja? Und mir war so langweilig, Leute. Ja? Mir war einfach langweilig, da ich einfach ein Buch gelesen habe. Ich habe dann dabei am Handel über die Schulter gelegt, ja, damit ich besser gefühlt habe beim Buchlesen, ja. Also ich habe kein Handtuch, sondern so Geschirrhandtuch habe ich da umgelegt über die Schulter, damit ich besser runterkomme, ja. So, aber ich werde euch mal ein extra Video darüber machen, wo ich euch genau aufkläre und genau zeige, was und wie, warum ich mit meinem Handtuch Umhänge habe. So, am nächsten Tag um 17 Uhr habe ich dann wieder Besuch bekommen. Ja, da habe ich dann Besuchszeit gehabt. Und dann sind meine Eltern gekommen. Da sind wir genau wieder meine Tante gefahren, also meine Großtante, sagen wir mal so. Da haben wir dann Frühstück und die war ganz so nett. Da ich einfach bei ihr einmal bleiben dürfte. Das heißt, ich könnte dann Bilder machen, ich könnte machen, was ich will, Leute. So. Am Sonntag, also ich war ja am Sonntag, Leute, am Samstag, muss mir ein bisschen kürzer bleiben, weil wir wollen mir mal Pizza essen gehen, Leute. Das habe ich euch vorher schon gesehen, Leute. Am nächsten Tag, am Sonntag, ich glaube, ich kann ein bisschen länger Besuch haben, Leute. Also ich finde merkwürdig, Leute, dass die Hotelleiterin, wo ich die ganze Like habe, dass ich eher kurz Besuch haben kann und ein bisschen länger Besuch haben kann. Also ich finde merkwürdig, Leute, keine Ahnung, was die vorhat. Aber ich bin voll egal, Leute, weil ich ja mit
Leider geht ja unser Thema heute. So. Und dann habe ich da Kicker-Video gekriegt. Und dann habe ich Bilder gemacht, haben Kuchen gegessen. Dann habe ich auch Schnitzel gegessen, Leute. Mit Kartoffeln und Spinat habe ich gegessen. Habe ein bisschen erzählt, gefunden. Ja, haben ein bisschen gezummelt, haben wir ein bisschen Blödsinn gemacht. So. Dann sind wir wieder begangen, weil wir dann wieder zurückfahren um 18 Uhr. Weil ich gab morgen bis 18 Uhr gab Besuch haben, Leute. So. Weil wenn du die Zeit nicht schaffst, Leute, das heißt, dann kann es sein, gar keinen Besuch mehr haben gab, Leute. Das heißt, du hast bis 18 Uhr Zeit, bei der Besuchszeit zum Abschaffen, Leute. Das heißt, bei der Besuchszeit mehr Film, Leute. So. Dann sind wir meine Mutter und mein Freund von mir nach Hause gefahren und ich habe so beim Heimweg gehabt, Leute. Muss ich ehrlich sagen, und die Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben für mich, die waren mega streng und mega unfreundlich, Leute. Ja? So. Die waren dann so unfreundlich, dass ich kein Handy haben gab. Ich gebe dir deine Hand umhängen, ich gebe dir rausgehen, gebe ich ja mit, Leute. Also ich finde ein bisschen merkwürdig, Leute. Weil im Hotel, wenn man im Hotel Gast ist, Leute, dann hat man Lust zu, Leute. Das heißt, dann hat man Privatsphäre, Leute. Das heißt, du darfst bestimmen, wie du beim Urlaub hast, Leute. Ja? So. Und da hat keiner eingemischt und sagen, nein, Herr Geiger, Sie machen das und das. So. Deswegen habe ich mich entschieden, da ich am 5. Juni, da wo ihr entlassen, da ich den Urlaub abbreche, Leute, da ich den Hotel ausschalten tue. So. Und der Mitarbeiter, der Hotelgast, also der Hotelleiter, wo der dort war, also die Mitarbeiter haben meine Mutter angerufen und meine Mutter hat mich so angerufen und hat gesagt, hallo, ich hole mal so mit ab. Ja, die war einfach so am Telefon und hat ganz am Morgen runter mit mir. Ja. Und dann bin ich wieder nach Hause gab, hat sie eine Anweisung ausgegeben. Das heißt, die hat dann so getan, als wäre die Mama Anweisung sein. Ja. So, und der Urgegraben, Leute, ist, die haben die abgekauft, Leute. Ja? Ja, aber am Ruhe sagt, hallo, ich hole meinen Sohn ab, ich bin die Anwältin. So, ja, ich sag, nein, ich hole meinen Sohn ab. So, dann ist die hingefahren, ich gebe dir um 2:30, also um 15 Uhr, gebe ich dann nach Hause fahren, aber bevor und mir unterschreiben, also da war mal ein Mitarbeiter gekommen, der musste mit mir sagen, was ich mir so erfahren habe, was ich mir so erfahren habe, Leute, da muss ich unterschreiben, damit ich ausschalten darf. Das heißt, ich war sozusagen der Ertrag, damit ich nach Hause gab, Leute. Ja, so, das heißt, dass das Ganze abgeschlossen ist, Leute. So. Das heißt, ich habe meine Hörgeräte bekommen, ich habe meine Cap wieder bekommen, ich habe mein Handy wieder bekommen, das Handyladekabel habe ich wieder bekommen, ich habe die 3 € habe ich wieder bekommen, ich habe alle wieder zurückbekommen. Mehr wissen, Leute. So. Genau. Dann sind wir nach Hause gefahren, sind wir am Biker, mal Louis haben, am Rhein gefahren, da haben wir meinen Freund von der Arbeit abgeholt. Ja. Wo er arbeitet, gab euch leider Missagen, weil er kann richtig sauer werden, wenn ich ihn jetzt sage, deswegen Freiburger Videos, ja, bitte mit sauer werden, weil ich muss einfach meine Leute erzählen. So, dann müssen wir mal los haben gefahren, aber vorher sind wir über Autobahn Richtung Ballwurf und Richtung Bietloch gefahren, sind wir dann weiter Richtung Mannheim gefahren. Ja,
So, da hat meine Mutter erzählt, wie im Mumbach so war, Leute. So, da habe ich ihr erzählt, ah, ich war gerade Hotdogge, habe ich mich dahin gefahren. Das heißt, ich habe ihr mal erzählt, was ich vorher gemacht habe. So, da habe ich ihr erzählt, ich will gar nicht wissen, wo überall war, Leute. So. Er war einfach so besessen, war einfach traurig, Leute. Ja, so. Dann am jeden Tag hab ich einfach so Glauben gehabt, so besessen, Leute. So. Und was ich auch nicht schön finde, ich, Leute, da ich ein Beifahrer Handy benutzt habe, Leute. Ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, Leute. Meine Mutter war am teuer Auto fahren und eben mit Handy benutzen. So. Weil laut ist er also. Ich sag euch, Leute, der Beifahrer darf Handy benutzen, aber nur im Notfall, Leute. Das heißt, grundsätzlich darf der Beifahrer Handy benutzen, ja, aber nur wegen einem richtigen Grund liegt, Leute. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Lammlade ist, Leute, oder einen Termin aufmachen oder mir mal Bescheid geben, dann gab es grundsätzlich das Handy benutzen. So. Also ich habe Glück gehabt, dass die Polizei mit mir angehalten hat, Leute. Also mir um mitnehmen, mir angehalten hat. Ja, weil ich konnte dann, glaube ich, 125 €, ich glaube, die Strafe oder 100 Euro, weil ich ehrlich gesagt gar nicht, aber geht ja mit ungefähr 100 Euro, geht ja. Und das Thema heute, so, einmal Dünger später, weil ich fahre mir ja vom Mopar, vom Hockerheim, wir haben ja einen Dünger, wir sind mal einmal Dünger nach Ludwigshafen gefahren und nach einem Dünger sind wir in Ludwigshafen am Rhein angekommen, haben unsere Arbeit abgeholt und dann ist mein Freund eingestiegen hinten, weil ich war ja vorne gesessen und dann war ich so gegen, da ist er, oh, warum ich gelbe Jacke? Da hat meine Mutter gesagt, ja, der wurde entlassen. Ja. Also, mit Gami hat er mich gerettet, ich habe mit Gami auch mich gerettet, der so reagieren tut, Leute. So. Genau. Dann sind wir mal immer Hockerheim gefahren, hab mein Papa Bescheid gesagt, gerade immer nach Hause gefahren gab, ja. Oder ich das wurde vom Hotel, Leute. So. So, der war auch geschickt, die Leute sind mal nach Hause angekommen. Da hab ich meinen Koffer abgelegt, meine Jacke. Ich bin mit direkt in meinem Stück gegangen, zu Lima halt die, holte die ein bisschen raus, weil wir gewirrt sind. Ja. Hab sie umarmt, um. Ich hab mir sogar ein Lied vorgesungen, Leute. Ja. Als ich bekommen habe, die mir einfach mal mitgelegt, wo kann man bauen vor zum Leute. Ja. Die hat dann, die war einfach so gedanken und hat einfach angefangen von mir ein Lied zu singen, Leute. Ja. Und da habe ich einmal gedacht, okay, geht nicht gemein. Ja. Habe ich einfach zugehört. Ja. Habe ich einmal entspannt. Ja. Und wenn die ganz fertig mit Singen war, habe ich Danke gesagt, dass die für mich das Lied gesungen hat. Weil die war ja auch mein Wunsch, Leute, dass die mir ein Lied vorsingen, wenn ich reinkomme, Leute. So. Dann bin ich direkt in mein Zimmer, hab geguckt, ob alle okay, Leute. Ich glaube, alle okay. Ich hab aufgeräumt in meinem Kämpfer, alle okay ist, ob alle optimal ist. Wo vorher schon war. So. Und dann habe ich gefangen und habe gelüftet. So. Und dann habe ich mein Handy bekommen, als ich mich gestern und ein anderes Handy habe ich bekommen. Und dann habe ich alle eingerichtet. Und dann habe ich Essen bekommen, Ring bekommen. Ja. Also ich war den ganzen Tag in meinem Zimmer gesessen, damit ich besser
wohlfühlen kann, damit ich besser einleben kann, gar ewiger zu Hause bin, gar ewiger haben gewöhnen kann, gar ewiger zu Hause bin, Leute. So. Und dann bin mein Papa gegangen, Leute. Ja. Aber ich würde sagen, hat er mich umarmt, der hat mich gar so Hand auf Herz gelegt, Leute. Ja. Ich habe ihm auch gesagt, dass der kurz seine Hand auf mein Herz legen soll. Warum der machen sollte. Damit ich besser haben Würme kann, damit ich besser runterkomme, Leute. So. Genau. So, da war auch die Geschichte, Leute. So, ich würde mal sagen, das Video geht über 5 Minuten. Leute, was ich euch auch mal sagen wollte, warum ich eben geschlafen habe, ist, ich habe mir entschieden, dass ihr in ein Video klappen tut, Leute. Und jetzt habe ich nur eine Frage an euch. Wäre es okay, dass ich in ein Video klappen tut, Leute? Ja, da in meinem Handy klatsche. Der Grund dafür, Leute, ist, weil das mein Hobby ist, auch die Liebe und mir die Uhr tut, Leute. Ja, weil es gibt, auf YouTube gibt so viele YouTube-Bums, Baby Morsi, so alle geklappten Augenvideos, Leute. Und so viele Aussagen. Deswegen könnt ihr mal gerne mal eure Meinung in den Kommentar schreiben. So. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir machen erstmal die Zusammenfassung. Also, Mumpa hat mir nicht so gefallen, Leute. Also, Mumpa geht gerne mehr hin, Leute. Ja. Also, es war eigentlich schlimmste Moment in diesem Jahr, Leute. Das heißt, Mumpa hat mir nicht so gefallen, Leute. Muss ich ehrlich sagen, ja. Also da geht mit Mumpa hin, Leute. Und wenn, dann geht nach Berlin, Leute. Oder nach München geht ich dann. So, okay, Leute. Ich würde mal sagen, wir machen die Abschiedung, Leute. Das war von mir Folge. Wenn euch wieder gefallen hat, gebt einen Daumen oben. Wenn euch wieder gefallen hat, folgt ihr den Bild, schreibt mal in der Hand, Kanal, so gibt er. Und konkret, mal bitte, redet den Bild, schreibt mal in meinem Kiko-Kanal, so gibt GLS. Und konkret, mal bitte, la Abakat abonnieren und mit der Mama mit einem roten Hab und schreibt alle mal in die Kommentare und beantwortet meine Frage und dann sehen wir uns in der Mio Vika, euer Biber.